Im Jahr 2017, da hat der Deutsche Alpenverein einen neuen Expeditionskader der Frauen zusammengestellt. 2 Jahre lang haben sie trainiert, sich vorbereitet, viel dazugelernt und waren dann auf Abschiedsexpedition in Indien. Zu Orten aufbrechen, an denen vorher noch keiner war. Das wollen die Bergsteigerinnen des Expeditionskaders des Deutschen Alpenvereins. Vor 6 Jahren wurde zum ersten Mal ein reiner Frauenkader gebildet. Dafür haben sich die besten 6 Athletinnen in einem Sichtungscamp durchgesetzt. Seitdem wurden sie in verschiedenen Bereichen ausgebildet, wie zum Beispiel in alpinen Grundlagen, in Fels und Eis, Tourenplanung und Bergrettung. Um nach 2 Jahren die große Abschlussexpedition zu absolvieren. Dafür ging es für die Kaderathletinnen ins indische Himachal Pradesh. 5 Tage dauerte die Anreise durch das Manala-Tal bis zum Basislager auf 3400 Metern. Die Bergsteigerinnen haben ihre Abschlussexpedition erfolgreich gemeistert und es stehen bestimmt auch schon die nächsten Nachwuchsalpinistinnen in den Startlöchern, um dann auch selbst mal eine solche Tour machen zu können. Um vom Expeditionskader ist heute bei uns zu Gast Jana Möhrer. Servus. Hi. Hallo. Ja, wie war es denn jetzt in Indien? Wir haben bloß ein paar Eindrücke gesehen. War es für dich ein Kulturerlebnis, Kulturschock, sagt man manchmal so leicht daher? Ja, natürlich. Also ich war vor 2 Jahren da schon mal, aber privat mit einer Freundin zusammen. Aber Indien, gerade wenn man in Delhi ankommt, das ist eine andere Welt. Und ihr wart zum Klettern da, damals so wie jetzt? Ja, damals eher als Reise, aber auch zum Klettern. Aber jetzt war der Fokus eindeutig beim Bergsteigen. Und dann geht es halt ja, ins Himalaya-Gebiet und dann wird es ein bisschen höher, als die Alpen sind. Ist das dann so ein plötzliches Innehalten, so ein Durchatmen, erstmal zu merken, man steht jetzt vor diesem wirklichen Riesengebirge? Ja, also sehen tut man davon erstmal ja gar nichts. Also man ist in den Tälern, meistens sind die Gipfel noch von Wolken verhangen. Also man sieht gar nicht so wirklich, wo man hingeht. Und bei uns hat es dann 5 Tage gedauert, bis wir schlussendlich dann unseren Gipfel mal gesehen haben. Also, wie war es dann, als du ihn gesehen hast? Beeindruckend, ja. Das okay. Auf jeden Fall. Ich habe es mir bloß markiert. Es war der Südpfeiler des Ali Ratni Tiba. So, muss es extra vorlesen, kriege ich sonst nicht raus. Der war auch so geplant, dieser Berg, dieser Gipfel? Ja, also wir mussten kurzfristig vor 10 Tage vor Expeditionsbeginn mussten wir nochmal das Ziel ändern, wegen einem Konflikt zwischen Indien und Pakistan, der nochmal aufgeflammt ist. Aber dann war schlussendlich der ART, für uns Deutschen besser auszusprechen, dann das Ziel und da ging es dann auch hoch, genau. 5490 Meter, wahrscheinlich der höchste Gipfel, den du bisher bestiegen hast. Nicht ganz, was? Aber ja, ich war privat davor schon in Südamerika, also da sind die Gipfel ein bisschen höher, aber es ging nicht um die Höhe, sondern um die technische Herausforderung und dass da noch niemand vor uns war. Also. Wie läuft das dann ab, so eine Expedition? Also ihr kommt an, klar, dann ist 5 Tage lang erstmal Anreise. Mhm. Ist das nur so richtig so mit Gepäckträgern und mal ruhig so langsam reinlaufen, um die Höhe so kennenzulernen? Ja, also so kann man sich das schon vorstellen. Also wir hatten Gott sei Dank relativ viele Mulis, also 18 Mulis, also Pferde, die unser Gepäck da transportiert haben. Die ihr selber geführt habt, die Mulis? Nee, wir hatten zwei Muli-Führer dabei. Die haben das ganz gut gemacht und haben die Pferde da relativ sicher dieses doch sehr enge Tal reingeführt. Und ja, dann waren wir da. Ihr hattet sogar einen eigenen Koch, das war eine Luxusreise, ha? Ja, fast. Was gibt's denn da so dann so zu essen? Ja, es gibt Reis, viel Reis und Dal. Morgens, mittags, abends. Dal, das ist aus Linsen. Aus dem Straßenbau oder so? Nee, nein, also. Das ist ein Linseneintopf, so kann man sich das vorstellen. Und dann immer das, was da ist, also irgendwie Grünzeug oder mal kam ein Hirte vorbei, der hatte dann einen Hammel weniger, als er uns verlassen hat. Genau, dann gab es mal Fleisch. Am Spieß, richtig schön, so wie man sich's vorstellt, so Barbecue-Party? Nicht ganz, also es war dann eher so in einem Topf, aber sehr lecker. Gut, jetzt ja. Lass uns mal zum Bergsteigen kommen. Wie ist es denn, wenn Frauen zusammen sind? Sind die dann fixierter? Männer haben ja oft mal so vielleicht so ein bisschen Rivalitätsdenken oder weiß ich, nehmt es vielleicht ein bisschen lockerer oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Seid ihr ehrgeizgetrieben? Vielleicht sogar noch härter zueinander? Ich glaube nicht. Also bei uns, es war sehr familiär, sehr freundschaftliches Klima so im Camp. Wir kennen uns jetzt ja schon 2 Jahre und sind echt zusammengewachsen. Und das war eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Dabei ist die Leistung nicht immer ganz im Fokus gewesen. War denn eine
eine wirklich große Leistung notwendig, um eben auf diesen ART zu klettern dann? Ja, schlussendlich, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Das heißt, man ist für alles gewappnet, ist auch irgendwie, steht unter Spannung und muss für jede Eventualität vorbereitet sein. Und die Leistung, die man dann erbringt, vielleicht ist die gar nicht so messbar hoch, wie man vielleicht gedacht hätte, aber es geht ja darum, dass man das als ganzes Team hochschafft und vor allem dann auch wieder runter. Also, dass alle wieder heil unten ankommen, egal was passiert. Wie war es jetzt dann? Also ihr geht rauf, ist das körperlich belastbarer als vergleichbar das, was wir Normalleute hier beim bisschen Wandern und so machen, weil natürlich eine andere Höhe? Ja, also es ist die Höhe und dann auch technisch anspruchsvoller. Man weiß nicht, wie schwierig der Weg wird. Also man kann das mit dem Fernglas davor angucken, ungefähr abschätzen, aber sonst ist es einfach Kletterei in einem an Rissen, an Wänden, wo noch niemand war. Und dann schaut man, wie man da hochkommt. War das wichtig, dass ihr euch was raussucht, wo möglichst noch keiner war, dass ihr was Eigenes habt? Erste Besteigung vielleicht, erste Entdeckung einer Route? Ja, wir haben eine Erstbesteigung, und also von einem ganzen Gipfel, da war noch niemand, und zwei erste Linien. Also es sind einfach Linien, wenn man einen Berg anschaut, dann sagt man, hey, das sieht gut aus, da will ich hoch und genau da lang soll die Tour gehen. Und das haben wir geschafft und ja, das war schön. Dürft ihr dann der Linie, der Route, einen neuen Namen geben, den ihr euch einfallen lasst? Ja, also darf man. Und habt ihr? Wie heißen die jetzt? Ja, es ist schwierig, sich zu einigen bei 5 Mädels. Ah, jetzt geht's doch los. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache, ja? Ja, also einen haben wir Go Lighter genannt. Da heißt der ganze Berg schlussendlich um. Ja, das war ein Berg, der sieht vielleicht von Weitem schwierig aus, war dann gar nicht so technisch anspruchsvoll und es war nur ein Alternativziel sozusagen für uns. Und die anderen, da sind wir noch schwer am Überlegen, wie wir die nennen. Wir haben uns noch nicht auf den Namen geeinigt. Könnt ihr dann bekannt geben, weil das kann ich an der Stelle verkünden, am 6. Dezember, da gibt ihr einen großen Vortrag im Alpinen Museum in München. Wer will, kann mit dabei sein und erfährt dann mal mehr darüber, über eure Expedition. Jana, danke, dass du da warst. Uns ein bisschen hast sozusagen teilnehmen lassen an dieser Expedition. Und am 6. Dezember hoffe ich, dass viele Leute kommen und euch dann da nochmal so alles anschauen und miterleben lassen. Ja, danke schön. Danke auch.